1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio live aus Köln, hier im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen. Wir haben wie immer dienstags eine Freithemennacht, also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Sonja und Sonja ist 25 Jahre alt. Hallo Sonja. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Weswegen rufst du mich an? Weil ich ein Problem mit meinem Großvater habe. Mhm. Was ist das für ein Problem? Ich werde seit über 10 Jahren von ihm missbraucht. Heute war wieder so ein Tag und ich komme nicht dagegen an. Du bist 25 Jahre alt. Stimmt, ja. Stimmt, ne? Ja. Und du wirst über 10 Jahre von deinem Großvater missbraucht. Wo passiert das immer? Dass ich ausgezogen bin, mir in der Wohnung. Am Anfang, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, ist er gekommen, wenn irgendwelche Festlichkeiten waren oder wenn wir mit der Familie dahin gefahren sind. Wenn Gartenarbeiten anstanden, hätten großen Außengarten, der nicht am Haus liegt, ja, also so ein Schrebergarten. Mhm. Ich kann da überhaupt nicht die Uhr nachstellen, es passiert an den unmöglichsten Stellen. Mhm. Kannst du dich an das erste Mal erinnern? Bewusst das erste Mal war mit 15. Mhm. Ich habe aber wohl... Du sagst bewusst. Kann das sein, dass das früher auch schon öfters passiert ist, du das aber nicht mehr so genau weißt? Ja. Mhm. Seit ich fünf bin, war ich, bis ich 12 war, jeden Tag mit meinen Großeltern, weil meine Eltern beide arbeiten gingen. Mhm. Und habe auch sehr oft da übernachtet. Das kann also auch schon viel früher losgegangen sein. Das kann also sein, dass du das Gehirn das vielleicht auch als Selbstschutz verdrängt hat und du dich eben nicht daran erinnern kannst. Ja. Mhm. Haben damals... Oder bis heute, aber ich frage mal damals, deine Eltern gar nichts gemerkt? Oder geahnt oder gewittert irgendwie? Sie wissen es heute noch nicht von mir. Hm. Wer weiß überhaupt davon? Keiner. Keiner? Das heißt, du erzählst mir das jetzt hier zum ersten Mal? Ja. Hm. Und es ist heute wieder passiert? Du bist 25 Jahre alt. Ja. Da könnte man ja sagen, warum duldet sie es? Ich gebe mir die Schuld dafür. Warum? Weil ich ihm nicht sage, dass ich es nicht will, weil ich ihn immer wieder reinlasse. Mhm. Mhm. Wenn er dann bei dir ist, wie läuft das ab? Er fällt über mich her und er fährt wieder. Es wird gar nicht viel gesprochen. Es wird gar nicht gesprochen, kein einziges Wort. Es ist jedes Mal eine Vergewaltigung. Ja. Hm. Hast du einen Freund, eine Beziehung? Nein. Hattest du schon einmal einen Freund? Nein. Also nicht, was ich in meinem Alter als Freund bezeichnen würde. Ja, das heißt, du hattest außer mit deinem Opa mit keinem anderen Menschen bisher sexuellen Kontakt? Nein. Mhm. Was machst du vom Beruf? Tja, ich bin Erzieherin. Mhm. Hast du Freunde oder lebst du sehr zurückgezogen? Ich habe Freunde, ja, aber...
an so Tagen wie heute, wo es mir richtig scheiße geht, dann gehe ich auch da nicht hin. Mhm. Ahnen die irgendetwas, meinst du, dass mit das in deinem Leben etwas nicht stimmt? Oder bist du eine so gute Schauspielerin, dass man aus allen Wolken fallen würde, wenn man das erfahren würde? Meine beste Freundin könnte was ahnen, alle anderen, glaube ich, fallen aus den Wolken. Mhm. Weil wenn Familienfestlichkeiten sind, sie treten diesem Mann gegenüber und lassen nichts anmerken. Mhm. Das heißt, es gibt auch einen normalen Kontakt zu diesem Großvater. Außerhalb dieser schlimmen Kontakte. Ja. Das heißt, bei Familienfestlichkeiten zum Beispiel. Da spielst du dann die normale Enkelin und deine Eltern ahnen nichts und die anderen Verwandten ahnen auch überhaupt gar nichts. Ja. Hm. Gibt es noch andere Kinder? Hast du Geschwister? Ich habe eine kleine Schwester, ja. Ja, wie viel jünger ist die, als du bist? 11 Jahre, sie jünger. Hast du Angst, dass er da auch irgendetwas tut? Ich weiß es nicht, sie ist vom Wesen, vom Charakter, sie ganz anders, sie ist die Dominante, sie kann sich durchsetzen, sie tut das, was sie will und tun auch alle das, was sie will. Weißt du, Sonja, du hast gerade gesagt, du hast ein schlechtes Gewissen, weil du ihn nicht vor die Tür setzen kannst und weil du nicht Nein sagen kannst. Ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass du kein schlechtes Gewissen haben musst. Weil ich erahne, was man dir angetan hat, was dieser Mann dir angetan hat in all den Jahren. Auch dem Kind angetan hat. Und dass man dann so verletzt ist und so außerstande ist, normal zu reagieren, was eigentlich normal wäre. Weil man einfach die Kraft nicht dazu hat. Weil das so eingespielt ist in der schlimmsten Form, dass du dich gar nicht wehren kannst dagegen. Hat er, als du damals jünger warst, hat er dir gedroht, wenn du irgendetwas sagst, dann passiert das und das? Mhm. Er hat gar nichts gesagt. Mhm. Mhm. Aber du hattest Angst, was zu sagen. Warum hattest du Angst, damals was zu sagen, als du jünger warst? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht benennen, warum. Vielleicht auch, weil du dich geschämt hast. Vielleicht auch, weil du Angst hattest, dass die Familie auseinanderbricht. Vielleicht auch Angst vor den Reaktionen deiner Eltern, dass die dir das nicht glauben und so weiter. Das kann ja alles sein. Jetzt ist heute ja wirklich ein ganz besonderer Tag, finde ich, dass du nach so vielen Jahren des Schweigens dein Schweigen brichst und sogar hier einen Menschen anrufst, den du gar nicht kennst und den Mut hast, nach außen zu treten, hier zu sprechen und das Schlimme an den Tag zu legen, was unter dem du so leidest. Das ist ein guter Schritt, den du gemacht hast, den du jetzt gerade hier tust, Sonja. Und ich ermesse deine Not und deinen Schmerz und deine Traurigkeit, dass du dich dazu entschlossen hast, das jetzt hier zu tun. Denn das macht man nicht einfach, das ist mir schon klar. Ich finde auch, dass das ab sofort, aber radikal ein Ende nehmen muss. Und ich finde, dass du alles Recht der Welt hast auf Hilfe und Unterstützung. Weil du es alleine nicht schaffen wirst, das hast du ja schon erlebt jetzt und auch gerade erzählt. Und wir werden dir in dem Rahmen, was wir machen können, auch gleich eine Hilfestellung anbieten. Aber ich sage nochmal ein großes Kompliment, dass du angerufen hast. Jetzt muss es erstmal um dich gehen. Damit du Hilfe kriegst, damit das ein Ende findet und dass sich jemand um dich richtig kümmert. Was dann später geschieht, ob dieser Mann angezeigt wird,
ich finde, dass er angezeigt werden sollte. Aber das solltest du später entscheiden. Darum geht das jetzt erstmal gar nicht. Es geht erstmal um dich, damit du wieder einigermaßen stabil wirst. Damit man dir hilft. Wenn wir dir jetzt gleich ein paar Adressen vermitteln, also ich biete dir gleich das Gespräch mit meiner Psychologin an. Und wir werden dir ein paar Ansprechpartner nennen und auch meine Psychologin, die Anja, die wird dir auch erklären, was am besten ist, was du zu tun hast jetzt. Bist du bereit, dann auch weitere Schritte jetzt zu unternehmen? Ich versuche es. Ich bin eigentlich ganz guter, ganz optimistisch. Wenn du das schon geschafft hast hier heute, glaube ich, dass jetzt ist der Damm gebrochen, dass du auch weitere Schritte unternehmen wirst. Damit dieses Elend ein Ende hat. Und damit du geschützt wirst. Das geht dir sehr, sehr ans Herz. Im Moment, ne? Das merke ich, ja. Aber eines brauchst du hundertprozentig nicht, Sonja. Du brauchst dich nicht schämen. Schämen muss sich dieses Schwein, was der macht mit dir. Was der mit dir gemacht hat. Du niemals. Der hat die Ohnmacht eines Kindes missbraucht. Und sich des Kindes bemächtigt. Und das ist das Schlimmste, was ein Erwachsener machen kann. So, liebe Sonja, jetzt brechen wir das mal hier in aller Öffentlichkeit ab. Ich glaube, das ist besser. Nochmal Kompliment, dass du angerufen hast. Jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Und dann habt ihr wirklich Zeit und könnt gemeinsam beraten und sie wird dir genaue Schritte sagen, was du jetzt am besten zu tun hast. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Kraft für das, was jetzt noch vor dir liegt. Aber ich bin sicher, das wirst du schaffen. Sonst hättest du aufgegeben. Und du hast nicht aufgegeben, du hast dir angerufen. Ja? Dann legst du bitte auf und wir rufen sofort zurück. Ja, okay, danke. Okay, alles Liebe, Anja. Ja. Sonja, Entschuldigung. Tschüss, Sonja. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, oder also per Telefon oder meldet euch per Mail unter domian@wdr.de. Hier ist Manu und Manu ist 26 Jahre alt. Hallo Manu. Hallo Domian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bei mir geht's um meine krankhafte Eifersucht. Ich weiß nicht mehr weiter. Bist du denn in einer Beziehung im Moment? Ich bin verheiratet seit 2 Jahren. Ah ja. Mhm. Und wie macht sich diese krankhafte Eifersucht, wie zeigt die sich, wie macht die sich bemerkbar? Also mein Adrenalin steigt, ich sehe rot, ich sehe auch Bilder in meinem Kopf, also Fantasien, das ist der Wahnsinn. Ich war früher eigentlich nicht so eifersüchtig, aber mein Mann hat mich am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, betrogen. Einmal oder mehrmals? Einmal, eine Woche lang. Mhm. Und seitdem ist das ganz schlimm bei mir. Wie lange liegt das jetzt zurück? Über 2 Jahre. Habt ihr sofort geheiratet, als ihr euch kennengelernt habt? Nein, ein halbes Jahr später, weil ich schwanger wurde. Ach so. Genau. Mhm. Bist du ihm damals auf die Schliche gekommen oder hat er es dann gestanden? Also der ganze Ort wusste es und dann hat er es mir von sich aus gesagt. Mhm. Mhm. War das eine reine Sexaffäre oder war er auch verliebt in diese Frau? Nein, er sagt zu mir, er hat überhaupt keinen Sex mit ihr gehabt. Ach so. Ja. Sondern? Nur also rumgefummle und rumgeknutsche, ja. Sagt er mir. Also ein bisschen Sex? Nein. Nein, auch nicht? Nein. Was ist denn rumgefummelt? Wo fummelt er denn, wenn er nicht sexuell fummelt? Ja, doch, in dieser Hinsicht schon, ja, ja. Klar, mhm. Klar. Also er war nicht verliebt in diese Frau? Nein, sagt er nicht. Mhm. Gut, das liegt ja schon eine ganze Weile zurück. Hat er dir danach, hat er dir da auch nochmal Anlass gegeben für Misstrauen oder für Eifersucht? Ja, ich habe es dann probiert, das war erst vor einem Jahr, also als meine Tochter schon auf der Welt war, habe ich ihm mit einer anderen Handynummer, also probiert zu schreiben, ob er da drauf eingeht. Ich bin auch sofort drauf eingegangen. Oh, sofort. Das heißt, du hast ihm eine Falle gestellt? Genau. Und er ist auch eingegangen? Ja, genau. Was hast du ihm eine SMS geschrieben oder wie? Genau, ich habe erst eine SMS geschrieben, habe gesagt, dass ich die Nadine bin und ja, wie es dir geht, also als wenn ich ihn kennen würde, aber halt jemand anders. Und dann ist er gleich drauf angegangen, dass er nicht derjenige sei, aber man könnte sich ja kennenlernen oder mal treffen. Aha, aha. Und das ist natürlich krass. Das ist krass.
Hast du das Spiel ein bisschen weitergespielt mit ihm oder hast du es gleich aufgelöst? Nein, er hat dann am Ende, hat er irgendwie, denke ich mal, durch meine Redensart hat er mitgekriegt, dass ich das dann war. Ach so. Und hat dann gesagt, wir lassen das bei dem SMS-Flirt. Mhm. Und auch, hat dich aber nie darauf angesprochen? Nein, ich habe ihn dann darauf angesprochen, weil ich ja so eifersüchtig bin, weil ich da meinen Mund nicht halten kann. Mhm. Und wie hat er sich versucht, da rauszureden? Ich meine, es wusste, dass ich das war, gleich von Anfang an. Ach, von Anfang an. Das ist natürlich eine geschickte Ausrede, genau, der du wenig entgegenstellen kannst. Genau. So, jetzt sag mir mal ein paar Beispiele über die hinaus, die du am Anfang genannt hast, wo und wie du sehr heftig eifersüchtig reagierst. Also zum Beispiel, wenn wir irgendwie draußen sind und er sieht nur eine Frau und er guckt ihr einmal, zweimal hinterher. Ich weiß, das ist ein Fehler von mir. Mhm. Aber ich sag dann gleich sofort, wo guckst du hin, warum machst du das? Und ganz schlimm, ich bin so schlimm dann. Mhm. Ich will das irgendwie loswerden, weil das belastet total. Ich denke mal, dass unsere Ehe daran kaputt geht. Ja. Also das findest du selbst bei dir auch? Ja. Ganz also natürlich hast du recht. Dieses nur gucken ist natürlich blödsinnig, da eifersüchtig drauf zu reagieren. Ja. Jeder guckt und jeder darf gucken. Und wenn du in der festesten und tollsten und glücklichsten Beziehung bist, guckst du auch mal woanders hin. Ist doch ja normal. Ja. Mal abgesehen von diesem üblen Beigeschmack von damals und auch von dieser SMS-Geschichte, bist du eigentlich mit dem Mann glücklich? Eigentlich ja. Ja? Das heißt, du liebst ihn schon? Ich liebe ihn über alles. Ja. Ihr habt ein Kind zusammen? Genau. Mhm. Und er sagt das von und über dich auch, dass er dich liebt. Ja, genau. Ja. Da ist halt noch eine Internetsache, da guckt er dann manchmal auch so Filme an und solche Sachen. Pornos oder was? Genau, genau. Mhm. Und streitet es dann voll ab, aber ich sehe das ja, was er macht. Ja. Weil ich schnüffle ihm total hinterher, das definiert mich selber. Was natürlich auch absolut heftig ist, ne? Richtig. Und ich glaube ja immer, dass mit dieser Eifersucht, dass man, wenn man das übertreibt, dass man ab einem bestimmten Punkt geht man jedem anderen und wenn der einem noch so wohlgesonnen ist, auf die Nerven. Richtig. Und da kann man auch die Liebe kaputt machen. Ja, ich denke, da bin ich gerade dabei. Bitte? Ich denke, da bin ich gerade dabei. Ja, wie machst du das? Weil er mir heute gesagt hat, ich soll ausziehen. Oh. Ja. Er hat heute gesagt, du sollst ausziehen? Also erstmal Abstand nehmen, ja. Aber dann ist es aber schon eine heftige Krise. Genau, genau. Und alles ausgelöst durch die Eifersucht? Immer nur diese Eifersucht. Aber das ist meine Schuld. Ich weiß es. Jeden Tag, wenn ich nur aufstehe, denke ich, er hat irgendwas im Internet gemacht. Oder. Das heißt, du thematisierst dieses auch fast jeden Tag. Jeden Tag. Ja, ja. Was hast du jetzt wieder gemacht? Wo hast du hingeguckt? Warst du bei der? Und warst du auf der Arbeit? Oder genau, was auch genau. immer. Mhm. Mhm. Und wenn nur 5 Minuten später von der Arbeit, sterbe ich schon bald. Mhm. Mhm. So, jetzt hat er gesagt, besser mal ein bisschen auf Distanz gehen. Genau, genau. Und das Kind, das nimmst du mit dann? Sollst du mitnehmen? Natürlich, das Kind bleibt immer bei mir. Mhm. Ja, wie hast du denn darauf reagiert? Ich meine, das ist ja nun schon schmerzhaft, das hat wehgetan. Der fast heftigste Fall, der entstehen kann. Richtig. Ne? Es gibt noch eine Steigerung, wo er sagt, ich will nie wieder mit dir zusammen sein. Ich will mich wirklich von dir trennen. Genau. Jetzt müssen aber alle Alarmglocken schrillen bei dir und bei euch, finde ich. Mhm. Ich halte mal fest, du magst diesen Mann sehr, du liebst diesen Mann sehr. Überall. Im Grunde genommen möchtest du gerne mit dem eine Familie weiterführen und leben und richtig zusammen sein. Genau. Er eigentlich auch, er ist nur abgenervt im Moment. Genau, was ich auch verstehen kann. Wie reagierst du denn jetzt auf diese Bitte von ihm? Gehst du erstmal raus aus der Wohnung oder was? Nein, ich habe jetzt dann heute mit ihm nochmal geredet, ob ich ihm so egal sei und ich versuche mich ja zu ändern, ich weiß nur nicht wie und das macht mich ja selber kaputt, selber. Mhm. Ich mag das nicht. Oh. Also Manu, dringender Rat, aber super dringend, beide zu einer Eheberatung. Das habe ich mir auch schon gedacht. Super dringend finde ich das. Ja. Und uneingeschränkt wird er das mitmachen. Mhm. Ja, es war auch sein Vorschlag heute. Ach, es war sogar sein Vorschlag? Ja. Ja Mensch, aber wirklich, dann fasst die Gelegenheit aber am Schopf und versuche so eure Beziehung und die Ehe zu retten. Ja, ich versuche alles, ehrlich. So, dann werden wir dir jetzt gleich mal eine gute Beratungsstelle in deiner Umgebung vermitteln. Mhm. Und dann morgen hin und anmelden. Genau, auf jeden Fall. Und wenn er sieht, dass du das auch gerne mitmachen möchtest, ist das ja auch ein Signal und das zeigt dann ja auch deinen guten Willen. Vielleicht ist das wieder der erste Schritt auch hin zu einer Versöhnung. Aber ich glaube, ihr müsst einfach mit einer neutralen Person zusammenreden. Ja, das denke ich auch. Unbedingt, sonst geht da zu viel kaputt auch. Ja, und das ist echt schade. Wie wäre das überhaupt? Wäre das relativ einfach zu organisieren, dass du da mal eine Weile rausgehst?
ich könnte zu meiner Mutter gehen, ja, aber ich will nicht von ihm weg, weil dann habe ich wieder Angst, mit wem trifft er sich, was macht er, das ist dann das wieder. Mhm. Nein, ich denke gerade über die Möglichkeit nach, manchmal geht das auch nicht so schnell mit diesen Beratungen, mhm. was sehr traurig ist. Mhm. Wenn ihr euch jetzt schon so verhakt habt ineinander, ja. besteht natürlich die Gefahr, dass da sehr viel zu Bruch geht. Ja. Und all das, was jetzt kaputt geht, muss hinterher wieder gekittet werden. Mhm. Und all das, was du jetzt tust, das muss er dir hinterher auch noch verzeihen. Mhm. Deshalb wäre es vielleicht, wenn es nicht jetzt sofort zu einer Beratungssituation kommt, vielleicht doch wirklich nicht unschlau, mal ein paar Wochen wirklich mal auf Distanz zu gehen, um ein bisschen Luft zu holen. Mhm. Da kannst du, und dann musst du tapfer sein, da musst du auf die Zähne beißen und da musst du auch das Vertrauen vorschießen und sagen, okay, ich lasse ihn jetzt auch alleine, das wird ihn auch wiederum beeindrucken, wenn du das schaffst. Mhm. Und dann darfst du nicht zu Hause bei deiner Mama sitzen und ständig da anrufen, wo bist du jetzt, was machst du ja, jetzt? Ja, genau, das wäre mir. Ja, das darfst du nicht, da musst du dich am Riemen reißen. Das ist eine Frage der Disziplin. Mhm. Ich glaube, du hast ja schon gemerkt, wie nah du daran bist, alles kaputt zu machen. Ja. Und hinterher ärgerst du dich schwarz. Und du nimmst deinem Kind die Familie, nämlich den Papa. Ja, und das will ich am wenigsten. So, das musst du für dich machen, das musst du für dein Kind machen, das musst du für deine Ehe machen. Mhm. So, jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Ja, Domian, könnte ich von dir noch ein Autogramm haben? Ja, und dann sagst du bitte der Anja die Adresse und dann schicken wir das Autogramm, okay? Okay, vielen Dank. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf unsere Themennacht übermorgen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder Themennacht bei uns. Und das Thema heißt Der letzte Wille. Ich möchte gerne mit euch reden über Testamente, möchte gerne mit euch reden über euren letzten Willen. Oder über den letzten Willen von Angehörigen, von Verwandten, von Freunden, wie ihr damit konfrontiert worden seid, was das für ein letzter Wille war, wie die entsprechende Person euch den letzten Willen mitgeteilt hat und was daraus geworden ist, ob ihr euch daran gehalten habt oder ob ihr euch nicht daran gehalten habt. Welche letzten Wünsche habt ihr? Macht ihr euch darüber schon Gedanken? Das machen ja durchaus auch junge Leute, auch gesunde Menschen, die noch gar nicht eigentlich so mit dem Tod konfrontiert sind, machen sich darüber Gedanken. Wenn ihr auch, dann könnten wir darüber sprechen. Das ist unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und wenn ihr euch anmelden wollt zu diesem Thema, bitte schon mal per Mail unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit unserer offenen Themennacht heute. Und hier ist die Brigitte. Und Brigitte ist 63 Jahre alt. Hallo Brigitte. Ja, hallo Jürgen. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, das ist ganz seltsam. Mein Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Ja. Und als die Polizei ankam und mir sagte, dass mein Mann tot ist, ich konnte nicht weinen. Mhm. Und seitdem kann ich nicht mehr weinen. Wieso kam die Polizei und hat dir das gesagt? Es war folgendes. Mein Mann wollte zeitig nach Hause kommen und ich sollte anrufen, weil ich ihm ein Gericht machen sollte, was nur so und so lange Zeit brauchte. Mhm. Cordon bleu. Mhm. Und das schmeckt nicht, wenn es aufgewärmt ist und so. Hm. Und dann habe ich ihn angerufen wollen und da meldete er sich nicht. Und ich wusste, dass er eine Besprechung hatte, die dauerte bis 4 Uhr. Hm. Und da meldete er sich einfach nicht mehr. Und dann habe ich in der Zentrale unten angerufen und... Also er meldete sich nicht mehr im Büro oder auf dem Handy? Nein, auf dem, nicht in, der hat kein Handy. Ach so. Nee, im Büro. Im Büro. Hm. Und dann habe ich unten bei der Zentrale angerufen, da ist die Polizei auch. Und die haben dienstlich auch sehr viel miteinander zu tun, weil mein Mann dann auch immer dienstlich dazugezogen wird. Und dann sind die nach oben gegangen und haben ihn tot am Schreibtisch gefunden. Ach, das heißt, er hat dann einen Herzschlag gehabt, oder? Ja, also ich hätte ihn obduzieren lassen müssen, wenn ich es genau hätte wissen wollen. Mhm, und das wollte ich aber nicht. Mhm. Aber ein Verbrechen war ausgeschlossen? Ja, das war ausgeschlossen. Es war eines natürlichen Todes, ist er ja. plötzlich verstorben am Schreibtisch. Ja. Dann haben die dir das gesagt? Ja. Und im ersten Moment hast du nicht weinen können? Nein, ich hab überhaupt nicht, von da an habe ich nur noch reagiert. Bis heute? Ja. 3 Jahre? Ja. Dass das im ersten Moment so oft ist bei Leuten, die eine sehr schlimme Nachricht bekommen, ist durchaus normal. Ungewöhnlich ist, finde ich, dass es jetzt so lange anhält bei dir. Wie war es dann in den ersten Tagen danach oder zum Beispiel auch bei der Trauerfeier? In den ersten Tagen war es ganz schlimm. Also, was heißt, ich habe das gar nicht so allzu schlimm empfunden. Mhm. Das war irgendwie ganz seltsam.
ich habe reagiert, auch auf der Beerdigung. Und ich habe hinterher gehört von dem Beerdigungsinstitut, es wären über 300 Leute da gewesen. Mhm. Wir sind ja bekannt hier in Kempen. Ja. Und das ist mir alles so vorbeigegangen. Du hast nur funktioniert. Ja. Du hast das alles organisiert. Ich habe nur funktioniert. Funktioniert, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Als du dann so ein bisschen zu dir alleine wieder gefunden hast, als der ganze die ganzen Aktivitäten der Bestattung zu Ende waren, war das immer noch so, dass du neben dir gestanden hast? Ja, in der ersten Zeit waren sehr viele Freunde hier und es war sehr viel Tumult hier immer und ich wurde nie allein gelassen von meinen Freundinnen und dann war das alles so irgendwie unnatürlich. Und dann nach einem Jahr war das immer noch unnatürlich. Ja. Hast du Kinder oder habt ihr Kinder? Nein, leider nicht. Nein. Wie lange wart ihr verheiratet? 38 Jahre. 38 Jahre. Also ist ein Teil von dir. Ja. Ja. Wie ist es heute, wenn du an ihn denkst? Ich denke mit Sehnsucht an ihn. Und er fehlt mir sehr. Aber ich muss ja weiterleben. Aber es würde mir wahrscheinlich doch irgendwie helfen, wenn ich mal weinen könnte. Ich habe jetzt auch sehr viele andere Schicksalsschläge schon gehabt und auch sehr viele Sachen im Fernsehen gesehen, was mir sehr nah gegangen ist. Und ich bin ein Mensch, der nicht am Wasser gebaut hat, aber den es auch sehr mitnimmt und der mitgeht mit allen Sachen. Ja. Und da kommt nichts. Und ich stelle mir immer vor, wenn man mal kräftig weinen kann, das erleichtert doch auch. Wie war denn eure Ehe? Wie waren diese 38 Jahre? Die waren normal. Die waren normal? Also es war schon eigentlich eine gute Ehe? Ja. Und du hast deinen Mann geliebt? Ja. Und es war ein gutes Verhältnis zwischen euch beiden? Ja. Ich habe mit 22 Jahren geheiratet und dann, das war immer gut. Wenn du zum Grab gehst, ich gehe davon aus, dass du... Ich bin kein Friedhofsgänger. Du bist kein Friedhofsgänger? Nein, das muss ich dabei sagen. Ja. Wir waren natürlich jetzt zu Allerheiligen da und also ich war da und ich habe eine Bekannte, die geht immer mit mir denn. Liegt das auch daran, dass du diese Trauer nicht so leben kannst, dass du deshalb auch nicht zum Friedhof gehst oder ist es generell so? Nee, das habe ich noch nie gekonnt. Noch nie, auch bei anderen Leuten nicht? Nee. Das heißt, wenn du vor dem Grab deines Mannes stehst, berührt dich das nicht sonderlich? Weil das nicht sonderlich. Mit deinem Mann eigentlich gar nichts zu tun hat, dieser Ort unter Steinen und... Nee. Wir haben eine Familiengruft und da haben wir ihn bestattet. Und aber ich gehe zum Friedhof und dann, ich bete auch dann und dann, aber bringt mir nichts. Bist du berufstätig noch? Nein. Aber du warst berufstätig? Ja. Du wirkst so für mich, so wie du erzählst, du bist so eine sehr taffe Frau, ne? Sehr selbstbewusste Frau, die... Ja, dadurch, dass wir keine Kinder hatten, habe ich Jugendarbeit gesucht und habe dann ungefähr, ja, wenn ich das zusammenzähle, vielleicht so 400, 500 Jugendliche ausgebildet in meinem Sport und das war Badminton. Ach so. Und da habe ich sehr viel Arbeit mitgemacht, da wir keine Kinder bekamen und es tat sich nichts. Bist du denn sonst im Leben auch so eine selbstbeherrschte Frau, die nicht so sehr schnell Gefühle zeigt, auch positive Gefühle nicht so? Doch, eigentlich wohl. Ja, also es kann natürlich sein, und wahrscheinlich ist es auch so, dass dieser komplett unerwartete Tod, dein Mann war ja, so habe ich es gerade mal vorausgesetzt, nicht ernstlich erkrankt vorher. Nein, er war wohl Makoma-Patient. Und muss ich dabei sagen. Was für ein Patient? Makoma-Patient. Also er hatte Durchblutungsstörungen, starke Durchblutungsstörungen. Und ich wusste, dass er nicht so gesund war, aber er konnte Sport machen und er war am Dienstagabend, war er noch beim Sport und er kam nach Hause und sagt, oh mein Schatz, es war herrlich, es war wunderbar und er geht mittwochs morgens zur Arbeit und kommt abends nicht mehr wieder. Ja, also ist das ein absolut überraschender Tod gewesen. Ja. Ne? Dass dieser absolut überraschende Tod so einen Schock in dir ausgelöst hat, so ein Trauma in dir ausgelöst hat, dass dieses Trauma auch nach 3 Jahren noch anhält. Das halte ich durchaus für möglich. Und du letztendlich nicht das tun kannst, was eigentlich richtig wäre und gut wäre für deine Seele, nämlich weinen. Ja, genau. Einfach weinen. Einfach alles rauslassen und weinen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mir dahin auch noch besser ging. Also, wenn ich mal kräftig weinen könnte. Also, es gibt Trauerseminare. Hast du schon mal was von gehört? Ja.
Das finde ich eine ganz gute Sache, wenn man da sich schlau macht, auch in die richtige Gruppierung zu gehen, ja. Wo ja auch Menschen sind, die das gleiche Schicksal erlitten haben, die auch eventuell mit ihrer Trauer nicht zurechtkommen oder die zu Hause ihre Trauer nicht teilen können mit einem Partner. Ja. Das finde ich zum Beispiel wäre eine Idee für dich. Würden wir dir gerne auch gleich noch ein paar Sachen an die Hand geben, wo du dich ja schlau machen kannst in deiner Gegend. Natürlich wäre auch eine Möglichkeit, wenn du dir gezielt eine Person, einen Psychologen suchen würdest, der mit dir Trauerarbeit übt. Ich habe mit einem Arzt gesprochen und er meinte, das könnte passieren. Aber er hat mir nicht irgendwie weitergeholfen. Ja, das war auch ein normaler Allgemeinmediziner. Ja. Ja. Naja, da gehörst du schon, das müsstest du schon ein Psychologe, ein guter Psychiater machen. Oder eben, also ich finde ja eigentlich so diese Gruppengeschichten, wenn man dann Typ für ist. Aber ich glaube, du bist ein Typ dafür, ne? Wenn du viel Sport gemacht hast mit vielen Menschen und Jugendlichen. Ja, ich bin immer mit vielen Menschen zusammen gewesen. Ja, dass das, glaube ich, gar nicht das Schlechteste wäre. Mhm. Es scheint ja eine große Sehnsucht bei dir danach zu bestehen. Ja. Ne? Wenn du nach 3 Jahren dieses Gefühl immer noch hast, irgendwie eingemauert zu sein. Ja. Nicht aus dir raus zu können. Träumst du von deinem Mann? Ja. Was hast du mit den Gegenständen gemacht, die zu ihm gehören, Kleidung? Ich habe jetzt vor ungefähr 14 Tagen angefangen, sein Zimmer erstmal zu begehen. Ach, das hast du gemieden vorher? Ja. Wie war das? Bist du alleine dann in das Zimmer gegangen? Ja. Nach so langer Zeit? Nach fast 3 Jahren? Das muss sein. Ja, was hat das in dir ausgelöst? Es war furchtbar. Ich habe mir die Hände zusammengekrampft und ich hatte hinterher wirklich blutig in den Händen. Aber ich habe gedacht, es muss sein, du musst ja weiterkommen. Aber auch da kam es nicht zu einem erlösenden Weinen. Nein. Nur zu einem Erstarrtsein. Ja. Was hast du jetzt mit dem Zimmer gemacht? Du warst einmal drin? Ja, ich habe die Sachen jetzt angefangen zusammenzuräumen, für die Caritas wegzugeben. Und was ich mit dem Zimmer mache, weiß ich noch nicht. Wir wohnen in einem Familienhaus und wir haben getrennt geschlafen, weil mein Mann so fürchterlich geschnarcht hat. Und aber das ist ja nicht schlimm für die Nacht. Man kann ja alles vorher erledigen, was man sein muss. Ja, ne? Ja. Und aber das Zimmer, das war irgendwie... Das war eine Tabuzone. Ja. Ist es so, hast du Bilder von ihm in der Wohnung hängen, stehen? Nee, hängen nicht. Nicht? Nein, aber ich habe Bilder, so Standbilder habe ich und von ihm. Und, und dann, die Dias sehe ich mir sehr oft an. Ja. Und wir waren immer in Spanien im Urlaub, wir hatten ein Ferienhaus. Und hast du das auch nochmal, bist du nochmal alleine in dieses Ferienhaus gefahren? Ja, einmal. Wie war das? Furchtbar. Das glaube ich, ja. Das war furchtbar. Mit meinem Vetter, meiner Cousine bin ich da gewesen. Weil alle Erinnerungen kommen hoch. Fürchterlich. Das war ganz fürchterlich. Und ich verkaufe es jetzt auch. Ich habe den Zweck. Wahrscheinlich hast du da nur gesessen und hast an früher gedacht und gedacht, wie das wäre, wenn er jetzt dabei wäre. Ja. Und was er alles hier gemacht hat und wie er sich bewegt hat und so weiter. Wir haben da sehr viel repariert am Haus und sehr viel Sachen gearbeitet noch. Und nee, da möchte ich nicht mehr hin. Also, das Schlimme ist ja, ich glaube, es gibt gar keine normale Zahl, die man nennen kann, wie lange ein Mensch braucht, um einigermaßen mit einer Trauer zurechtzukommen. Aber das Schlimme, glaube ich, bei dir ist, dass du noch gar nicht richtig angefangen hast zu trauern. Ja, das ist dass das du, wie, dass du wie gelähmt da sitzt und zwar die Schmerzen empfindest, aber nicht auch keinen Millimeter weiterkommst. Ne? Ja, und dann kamen Bekannte zu mir und die haben mich umarmt und alles und die haben geweint und war auch sehr beliebt überall und aber bei mir kam nichts. So, also meine Idee ist das mit dem Trauerseminar. Meine Idee ist ein wirklicher Psychotherapeut. Näheres sprichst du jetzt mit Anja. Du kennst das bei mir hier, du legst auf. Ja, ich kenne deine Sendung. Und wir rufen gleich wieder an. Ja, das ich wünsche alles Liebe, alles Gute, Brigitte. Ich danke dir, Jürgen. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der Telefonnummer oder unter der Mailadresse domian@wdr.de. Patricia ist hier und Patricia ist 17 Jahre alt. Die Leitung ist weg. Dann geht es weiter mit der Janina. Janina ist 22. Hallo Janina. Hallo Domian. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, also es ist im Moment so, dass ich mir überlege, ob ich mich prostituieren soll. Ob du dich prostituieren sollst? Ob du auf den Strich gehen sollst? Ja. Auf Deutsch gesagt. Warum überlegst du das?
Ja, es gibt zwei Gründe also bei mir. Also ich meine, der erste Grund ist klar, wie bei allen, was halt die das machen, Geldprobleme. Mhm. Und der zweite Grund ist bei mir halt auch, ja, weil ich möchte mich einfach selbst zerstören wieder. Du willst dich selbst zerstören? Ja, wieder. Ich meine, ich habe es ja mal vor ein paar Jahren gemacht, aber es war nicht so erfolgreich, sagen wir mal so. Was hast du vor ein paar Jahren gemacht? Ja, vor ein paar Jahren, also ich meine, ich bin 22, mit 15, 16 Jahren, wo ich alt war. Mhm. Ja, da hatte ich eine Bulimie, habe mich selbst verletzt, habe damals auch zwar sehr viel abgenommen, ich hatte jetzt nie so Untergewicht, dass ich jetzt auch so Untergewicht noch hätte, dass ich sagen könnte, okay, ich mache weiter mit meiner Essstörung. Aber irgendwie möchte ich trotzdem der Gesellschaft zeigen, dass ich ja was Besonderes bin oder versuchen, irgendwie denen zu zeigen, ich möchte mich nicht anpassen. Und mhm. Warum möchtest du das? Warum möchtest du das unbedingt? Warum ist da so ein großer Drang, das nach außen zu zeigen? Weil es geht ja nicht um Anpassen. Du hast ja gerade gesagt, du willst dich zerstören. Das ist ja schon was anderes. Ja, zerstören. Wie gesagt, ich hätte mich gern schon vor ein paar Jahren selbst zerstört, aber damals kamen halt meine Eltern dazwischen. Die haben dann mitbekommen, ich habe eine Essstörung und ich bin in Zuhälterkreisen. Ich nehme vielleicht auch Drogen und ich nehme Kokain. Und lass mich nochmal fragen, was hast du denn damals vor ein paar Jahren gemacht, konkret? Meinst du die Essstörung, dass du dich da fast zu Tode gehungert hast? Oder? Nee, das war es eben bei mir nie. Also ich meine, ich hatte zwar eine Essstörung, aber ich weiß nie, wer mal die Bücher durchliest von Essstörungen heute. Man liest dann immer, ja, die hatten damals am Anfang 60 Kilo und dann am Schluss 40 Kilo. Bei mir war es nicht so, ja. Was war denn damals? Wie hast du dich denn damals fast zerstört? Ja, das war es eben. Ich habe immer so ein Ding gemacht, wo immer noch so am Rande der Gesellschaft irgendwie akzeptiert war, habe ich das Gefühl. Also ich habe mich selbst verletzt, ich habe meine Arme aufgeschnitten und immer mehr und mehr und... Wenn du an deine Kindheit so zurückdenkst, so überhaupt so die ganzen Jahre, vielleicht bis du 15, 16 warst oder so, was kommen dir da so für Gedanken und Gefühle in den Kopf? Oh Gott, eigentlich fast gar nicht. Ich hab's eigentlich verdrängt. Ich denke mir jetzt immer so, ich kann mich nicht an meine Kindheit erinnern, weil ich das eigentlich mir durch die Drogen vielleicht oder durch den Alkohol weggesoffen habe, sag ich mir jetzt so. Ja. Ich möchte mich gar nicht erinnern an meine Kindheit. Ja. Obwohl ich eigentlich eine sehr gute hatte. Ich meine, auch meine Eltern. Bist du Einzelkind? Meine Eltern. Bist du Einzelkind? Nee. Ich habe einen Bruder, der ist jetzt 5 Jahre jünger als ich und ich liebe meinen Bruder über alles. Ich sehe ihn jeden Tag auch. Und das heißt so, das Elternhaus ist eigentlich in Ordnung? Ja, eigentlich ist alles bei mir in Ordnung. Deswegen wundert es mich auch, wieso ich immer Rolle fallen will. Ich glaube nicht, dass alles in Ordnung ist. Wenn man sowas macht, wenn man schwer bulimisch war, wie du es gerade gesagt hast, also essgestört war, wenn man in die Drogenszene abdriftet, wenn man sehr viel Alkohol trinkt, sind das ja immer Signale des Körpers oder des Lebens, des eigenen Lebens, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Wenn man in sich ruht und wenn man glücklich ist, macht man sowas nicht. Dachte ich mir auch, aber wie gesagt, eigentlich denke ich mir, ich habe kein Recht dazu, dass ich so bin, wie ich bin. So, und das ist die Frage, warum du das so denkst. Warum du das so denkst. Du hättest kein Recht dazu, so zu sein, wie du bist. Das ist ja schon ein heftiger Satz. Wer denkt das? So, warum denkst du das? Ich meine, ich denke mir das jetzt, weil ich meine, ich wäre am liebsten tot und ich meine, ich darf jetzt nicht denken, weil ich habe echt alles, was ich will. Ich kann auch alles erreichen, was ich will. Wäre ich nicht so voll, würde ich nicht ständig versuchen, in irgendwelche Sorgen wieder reinzuladen. Ja. Von was lebst du im Moment? Für was? Nee, von was du lebst. Woher kriegst du Geld? Ja. Im Moment eigentlich nur dafür, dass ich jetzt wieder in die Schule gehe und mein Abitur nachmache. Und das wollte ich auch. Und das zahlen das finanzieren deine Eltern? Nee, meine Eltern zahlen dazu gar nichts. Also das wird staatlich finanziert. Ja, staatlich, ja. Es ist Schüler BAföG, also es ist nicht wirklich viel. Verstehe. Du hast gerade gesagt, du würdest, wenn du in die Prostitution gehst, gehst du auch des Geldes wegen. Hast du denn Schulden? Ja, leider. Also, wie viel Schulden hast du? Also wenn ich alles zusammenrechne, sind es vielleicht 1500 Euro. Ja, das ist ja nicht viel. Das ist ja viel, aber wenn ich da
davon ausgehe, dass die meisten dann schuldig sind, wie zum Beispiel, dass mir der Strom abgestellt wird, dass ich dann das Geld wieder bei meinen Eltern erbetteln muss, dass ich Strom habe. Ist mir schon klar. Also ich will das nicht runterspielen. Natürlich, wenn man wenig Geld hat, sind 1500 Euro auch sehr viel Geld. Aber es ist jetzt nicht so eine Schuldenlast, wenn es jetzt, weiß ich, jetzt 100.000 Euro wären, die auf dir lasten, dass du sagst, in meiner Not prostituiere ich mich. Ich weiß nicht, Janina, was du da so erzählst, klingt mir danach, dass da wirklich ein tiefgründiges Problem in dir ruht, was du selbst gar nicht richtig weißt. Ja. Und dass du alles nur noch viel, viel, viel schlimmer machen würdest, wenn du jetzt als Prostituierte arbeiten würdest. Ich will nicht urteilen über den, ich urteile auch nicht über den Beruf der Prostituierten, darum geht es gar nicht. Es geht jetzt darum, ob das für dich gut ist. Und ich glaube, so was du mir jetzt schon geschildert hast, die einigen wenigen Sachen, glaube ich, dass das eine Katastrophe wäre, wenn du das machen würdest. Warst du denn mal in einer ärztlichen, einer psychologischen oder einer psychiatrischen Behandlung? Ja, also ich habe mittlerweile schon ein paar ambulante Therapien hinter mir und auch eine in der Klinik. Wie lange warst du in der Klinik? 8 Wochen, aber wie gesagt, es war damals... Ja, wo ich so extrem essgestört war. Und es ist halt im Moment nicht mehr. Hört sich mal, mein liebster Wunsch im Moment wäre, dass ich nochmal so essgestört wäre wie damals. Weil ich dann die Hilfe vielleicht bekommen würde, die ich auch brauche. Aber so im Moment, wie ich aussehe, brauche ich die Hilfe gar nicht zu verlangen. Ja. Stichwort Essstörung. Wie ist die denn im Moment? Die hast du im Griff, die Essstörung. Aber wer einmal essgestört war, ist ja immer essgestört. Ja, ich meine, also so von, wenn mich Leute von außen sehen, denken sie, ha, das ist die super coole, mega, in Anführungszeichen, Kampflesbe, die gegen alles kämpft und super stark ist. Aber eigentlich, ich meine, ich sehe nur so stark aus, weil ich, wenn ich Frust habe, esse. Ich versuche früh nichts zu essen und nachmittags stopfe ich alles in mich rein und versuche, auf andere cool zu wirken, deswegen bin ich halt die super Kampflesbe, ja. Verstehe, also die Essstörung ist noch da, du kämpfst damit, hast es einigermaßen im Griff zumindest. Ich kotze nicht mehr, ich versuche zwar zu hungern, aber es klappt nicht, so sieht's aus, ja. Bist du lesbisch? Ich denke. Ja, du weißt es nicht genau. Ja, also ich weiß schon, dass ich auf Frauen stehe, aber mein Vater findet es nicht so toll, ja. Hast du schon Erfahrungen gemacht mit Frauen? Ja, mehr als mit Männern. Also, ja. Also nochmal, ich finde, dass du Hilfe brauchst und nicht... Auch wenn ich zu fett bin, kann ich trotzdem Hilfe annehmen, oder wie? Ja, na was für eine Frage. Wie dick bist du denn? 1,69,5, für den halben Zentimeter hat es immer gereicht auf 1,70 und ja, ist da nicht mit meiner Katze auf der Waage 74 Kilo. Naja. Also da gibt es auch Schlimmeres, außerdem ist das nun wirklich kein Kriterium, ob dir jemand hilft oder ob dir nicht jemand hilft. Ich sage dir nur klar, ich halte das für eine sehr schlechte und üble Idee, als Prostituierte arbeiten zu wollen. Wie gesagt, aber das war halt jetzt das Ding, wo ich mir auch im Moment denke, es ist einfach das, was ich machen will. Aber da muss man ja immer fragen, warum man das machen will, was man in Vergangenheit hat, was man sich da vielleicht mit kaputt macht oder was man vor allen Dingen in sich kaputt macht, wenn man nicht ganz klar ist und bei sich ist und in sich ruht und sagt, okay, das ist ein Job, wie jeder andere, das mache ich. Aber da sind zu viele Probleme bei dir, glaube ich, in dir und in der Vergangenheit auch. Ich mache folgenden Vorschlag, wir rufen dich nochmal an und beraten dann nochmal in aller Ruhe gemeinsam, was man tun kann. Über das hinaus, was du schon gemacht hast. Okay, danke, Domian. Janina, alles Liebe, alles Gute. Ja, tschüss. Dir auch. Tschüss. Und hier ist Martin und Martin ist 18 Jahre alt. Auch die Leitung weg. Was ist denn heute los? Sabine, 27 Jahre alt. Hallo, Sabine. Hallo. Hallo, Sabine, grüße dich. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Also mein Mann ist ausgezogen. Ja. So vor 2 Monaten. Ja. Wir haben eine kleine Tochter. Ja. Die jetzt so ein halbes Jahr alt ist. Mhm. Er hat Erziehungsurlaub gemacht und ich bin arbeiten gegangen und er war dann irgendwie mit allem überfordert. Mhm. Ist ausgezogen, hat jetzt eine neue jüngere Freundin, also die Freundin ist so 12, 13 Jahre jünger als er. Wie alt ist er? 33. 33? Mh. Ja. Und wie lange wart ihr zusammen? Wir waren 8 Jahre zusammen. 8 Jahre? Ja. Und unser Kind war halt auch ein Wunschkind. Mhm. Also das hat auch 3 Jahre gedauert, bis das geklappt hat. Eins verloren und was da halt so alles passieren kann. Mhm. Und mein Problem ist jetzt einfach, ich habe ihm letzten Monat Unterhalt gezahlt.
Ja, einfach so, weil ich denke, das ist moralisch. Du hast ihm, lang genug. Du hast ihm Unterhalt gezahlt? Ja, weil ich halt arbeiten gegangen bin und er halt Erziehungsurlaub gemacht hat. Wie lange hat er Erziehungsurlaub gemacht? Seit September. Wir haben das alles relativ kurzfristig umgeschmissen, weil ich eine bessere Stelle bekommen habe. Seit September 2005? Seit September, ja. Genau. Also nicht wirklich lange. Er ist dann ja auch kurz drauf ist er ausgezogen, weil er mit allem halt überfordert war, mit der Kleinen, mit seiner Rolle, was weiß ich. Und jetzt ist halt mein Problem, dass er finanziell ziemlich am Ende ist. Ja, das heißt, er konnte jetzt nicht wieder in seinen Beruf zurückkehren, oder wie? Ja, das hat er bis jetzt noch nicht versucht. Ich weiß auch nicht so genau, ob er das jetzt diese Woche mal in Angriff genommen hat. Ja. Also er möchte nicht so gerne in seine Firma zurück. Mhm. Das hat ihm da nicht so wirklich gut gefallen. Ja. Er hat bis jetzt keine Anstalten unternommen. Er hat halt jetzt dann lieber sich woanders einen Job gesucht. Also im Erziehungsurlaub darf man ja 30 Stunden arbeiten die Woche. Ja. Das hat er halt gemacht, verdient er aber entsprechend wenig. Gehst du denn im Moment noch voll arbeiten? Ja, ich gehe voll arbeiten. Und wer kümmert sich um die Kleine? Das ist jetzt so aufgeteilt, also ich arbeite teilweise nachts. Ja. Der betreut dann entweder meine Mutter, die Kleine, oder aber halt auch meinen Mann. Also der nimmt sie dann auch durchaus zu sich. Achso, das macht er noch. Tagsüber nimmt sie dann meine Mutter und ich muss halt jetzt nach einer Tagesmutter dann suchen. Was ist das ganz konkrete Problem, Sabine? Das Problem ist, dass wir uns wahrscheinlich hier diese Woche zusammensetzen und noch so ein paar Punkte bearbeiten. Mhm. Und er bräuchte eigentlich ganz, ganz dringend Geld. Mhm. Und ich weiß halt nicht, ob ich bereit bin, ihn weiter zu unterstützen. Ja, also ich bin ganz erstaunt darüber. Er könnte ja in seinen Beruf da zurückgehen, in seine Firma, da will er nur nicht. Ja. Ich meine, das hier ist eine geschmäcklerische Sache. Dann sollte er das erstmal tun und von der sicheren Warte aus sich dann was Neues suchen. Richtig, aber es ist halt das momentan sein Problem, das hat er allerdings mit mir noch nie so offen thematisiert, dass er mit allem überfordert ist. Also er ist momentan auch nicht in der Lage, mir zum Beispiel ein Schriftstück aufzusetzen und mir das vorbeizubringen, das ich brauche. Mhm. Um zum Beispiel so Sachen wie, also er hat über mich ein Handy laufen und ich habe gesagt, ich möchte, dass die Handyrechnung von deinem Konto abgebucht wird. Bin ich ihm 3 Wochen hinterhergelaufen, habe gesagt, schreib mir das. Nachdem er das nicht gemacht hat, habe ich dann halt das Kundenkennwort geändert und habe gesagt, ich lasse dir sonst das Handy sperren. Hör mal, klingt für mich provoziert das, was du erzählst. Nicht weil du es erzählst, sondern mich provoziert das Verhalten deines Ex-Partners. Ja. Was ist denn das für eine Flasche? Ja, sag ich mal so ganz. Waschlappen geworden. Ja, wirklich. Also er hat sich ziemlich gewandelt. Also früher stand er halt mitten im Leben und ist halt jetzt irgendwie so völlig neben sich. Der läuft also. Gibt es da einen Grund für? Ist da irgendwas Besonderes vorgefallen? Ja, ich denke, dass er mit seiner Vaterrolle nicht so zurechtkommt. Naja, also. Dass er da einfach heillos überfordert ist. Verstehe ich nicht. Wenn man 3 Jahre sich auf ein Kind freut, dann kommt man mit der Vaterrolle nicht zurecht. Mhm. Lieber Himmel, also. Da ist man vielleicht ein bisschen überfordert, ist alles ein bisschen kompliziert und man ist müde und ein bisschen genervt, aber mit der Vaterrolle nicht. Als es denn zu der Trennung jetzt gekommen ist, muss doch für dich auch ganz schlimm gewesen sein. Er hat sich also schon in der Schwangerschaft so gewandelt. Also er ist immer mehr weggegangen, ist wesentlich egoistischer geworden. Wir haben uns da auch relativ oft gestritten. Es ist einfach nicht mehr der Mann, den ich von früher kenne. Das ist nicht schlimm. Ach so, das ist nicht schlimm für dich. Hatte er denn diese Neue schon, während du schwanger warst? Also er kannte sie, da war das aber noch rein platonisch. Mhm. Das glaube ich ihm auch. Also er ist eigentlich nicht der Typ, der jemand betrügt. Mhm. Das glaube ich ihm. Jetzt wohnt er halt mit ihr zusammen. Die kümmert sich auch teilweise mit um die Tochter. Ach, die wohnen schon wieder zusammen? Ja, die wohnen zusammen. Mhm. Die sind direkt zusammengezogen. Mhm. Ist er zu ihr gezogen oder haben die sich gemeinsam was gesucht? Also er hat sich eine Wohnung genommen, ist aber, bevor er in seine Wohnung gezogen ist, erst zu ihr gezogen. Was weiß ich. Ja. Also sie wohnen da jetzt zusammen, das ist mir auch egal. Nee, ich frage das deshalb, weil das auch wieder so ein weiteres Indiz dafür ist, dass das kein selbstständiger Mann ist, dass er jetzt schon gleich wieder in das andere gemachte Nest läuft, anstatt erstmal sein eigenes Leben zu regeln. Ja. Er kriegt momentan nichts auf die Reihe, er kriegt wirklich nichts auf die Reihe, er steht völlig neben sich. Mhm. Letzte Woche stand er dann vor mir und sagte, du, ich bräuchte einen Vorschuss auf den Unterhalt für Dezember. Und ich habe ihm dann gesagt, du, ich habe dir Anfang November schon gesagt, im Dezember kann ich dir nichts bezahlen. Mhm. Ich meine, ich habe noch ein Haus, das abgezahlt werden muss, ich habe ein Kind, für das ich sorgen muss. Mhm. Und ich muss ja auch selber irgendwo gucken, wo ich bleibe. Ja, also Sabine, gar keine Frage. Natürlich nicht, natürlich kein Geld zahlen.
der soll arbeiten gehen, der soll seinen Job gehen. Ja. Und wenn ihm das nicht gefällt, dann muss er halt, wie gesagt, von da aus sich irgendwie bewerben, aber erstmal Geld verdienen. Ja, also der ist momentan einfach wirklich zu gar nichts in der Lage. Ja, aber also er kriegt wirklich nichts auf die Reihe. Und ja gut, aber vielleicht wird er dann ein bisschen wach, wenn du ihm den Geldhahn auch zudrehst. Ja, das habe ich jetzt gemacht, weil ich einfach gesagt habe, also es gibt jetzt nichts mehr. Mhm. Er hat letzten Monat so alles in allem, ich hatte ihm 500 Euro Unterhalt überwiesen, also Miete und noch ein bisschen was, damit er was zu essen hat. Und dann stand er halt, ja, hat noch vom Konto sind noch Sachen abgegangen. Also er hat so knapp 1200 Euro letzten Monat von mir kassiert. Mhm. Und ja, ich meine, ich gehe zwar arbeiten, aber ich meine... Ja, aber was reden wir? Wir reden nicht über einen notleidenden Menschen, wir reden über einen Menschen, der die Chance hätte, sofort wieder auf seinen Arbeitsplatz. Also das Problem ist, dass seine Chefs ihn wahrscheinlich nicht nehmen müssten, aber er muss auf jeden Fall diesen Erziehungsurlaub abbrechen. Mhm. Also weil nur dann kann er auch Vollzeit woanders arbeiten. Ja. Also er ist jetzt bei einer Zeitarbeitsfirma und halt mit 30 Stunden. Und er könnte da Vollzeit arbeiten, aber er bricht den Erziehungsurlaub nicht ab. Jetzt habe ich ihm angedroht, ihm das anwaltlich schicken zu lassen. Er bricht den Erziehungsurlaub nicht ab, weil? Ja, das hat er keine wirkliche Begründung für. Also weil das so bequemer für ihn ist, oder wie? Weil er so weniger arbeiten muss. Als wenn er den abbrechen würde, würde er wieder Vollzeit arbeiten. Ja. Ich weiß es nicht. Also, er steht dann auf der anderen Seite vor mir und sagt dann, ich weiß nicht, mit welchem Sprit ich morgen auf die Arbeit fahren soll. Ne? Dann wird er irgendwann keinen Sprit mehr haben, dann wird er zu Fuß gehen und vielleicht dann wach werden und sich um sein Leben kümmern. Der Kerl ist Mitte 30, ne? Ich fürchte, ich bin ein bisschen zu gut für diese Welt. Also bei mir liegt dann auch, seine Kfz-Steuer ist auch von dem Konto noch abgegangen. Er hat sich ja ein zweites Auto dann oder ein Auto gekauft, er hatte vorher eins. Und hat dann als Kontonummer damals noch das gemeinsame Konto angegeben. Dann habe ich überlegt, lasse ich das zurückfordern. Auf der anderen Seite, wenn sie ihm das Auto stilllegen, dann kommt er nicht mehr auf die Arbeit. Und er hat das Geld momentan nicht, um die Kfz-Steuer zu bezahlen. Aber also habe ich das nicht zurückgefordert. Das ist okay, man muss es vielleicht auch nicht zu radikal machen. Aber irgendwann muss jetzt auch mal, da muss auch mal Schluss sein. Und ich würde mir da nicht, ich meine, du hast ja genug Probleme am Hals. Du hast ein ganz kleines Kind und bist alleinerziehend und hast einen Job. So. Und das stemmst du. Das ist ja schon eine tolle Leistung. Und der hat überhaupt nichts letztendlich zu tragen an Verantwortung und kriegt nichts auf die Reihe. Dann lass ihn hart fallen, damit er wach wird. Lass ihn hart fallen. Ich würde das nicht unterstützen. Gut, man kann das eine Weile machen, das hast du ja jetzt auch gemacht. Aber nur ist dann aber auch gut. Nur ist dann aber auch wirklich gut. Also ich habe mir halt bis auf den Unterhalt für alles eine Quittung geben lassen und habe gesagt, das ist geliehen, ich will das wieder. Notfalls klage ich das auch per Anwalt ein, das weiß er auch. Das traut er mir auch zu. Ja, aber es geht ja darum, was du jetzt wirklich de facto tust. Und ich würde de facto jetzt nichts mehr machen. Punkt. Meine Meinung, liebe Sabine. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Alles Liebe, tschüss. Ja, tschüss. Jessica. Jessica ist wie alt? 22. Genau. Schönen guten Abend. Jessica, um was geht's denn? Also mein Thema ist, dass ich vor circa 2,5 Jahren 3 Jahre lang heroinabhängig war. Mhm. Hab dann vor 2,5 Jahren, beziehungsweise bin vor 2,5 Jahren schwanger gewesen, geworden. Und war jetzt auch die ganze Zeit clean, überhaupt meine Tochter geboren und sie ist auch soweit gesund. Und jetzt seit 2 Monaten habe ich meinen ersten Rückfall gehabt. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe da so eine alte Bekannte aus der Szene halt getroffen und sie sah auch ganz düster eigentlich aus. Ich muss auch dabei sagen, ich bin jetzt alleinerziehend. Der Vater, wir haben uns getrennt, wo die Kleine ein halbes Jahr alt war. Und wir haben aber super Kontakt auch zu seinen Eltern. Also das sind so herzensgute Menschen. Und jetzt habe ich halt den Rückfall und irgendwie ist das total schlimm für mich. Erzähl mir nochmal konkret, du hast die alte Bekannte getroffen. Genau. Und hat die dich verleitet? Oder wie war die Situation, dass es dann zu dem Rückfall gekommen ist? Ich sag mal, so die Junkies in der Hinsicht, die interessieren sich ja nicht irgendwie für die anderen Leute oder so. Von daher kam das für sie gelegen, weil ich wollte mir dann auch halt, wir hatten eigentlich gequatscht und ich hatte meine Tochter auch nicht dabei gehabt. Und dann hatte ich gemerkt, dass sie wohl sich was holen wollte und da kam irgendwie dann der Suchtdruck hoch. Was kam da? Der Suchtdruck. Der Suchtdruck. Da dachte ich mir, ach komm, einmal kannst du es machen. Da war deine Tochter dabei? Nein. Nein, da war sie nicht dabei.
Einmal heißt gespritzt, Heroin gespritzt. Geraucht. Geraucht. Mhm. Und wie viel Mal ist es jetzt seitdem wieder vorgekommen? Bitte? Wie viel Mal ist es jetzt seitdem wieder vorgekommen? Also seit einem Monat circa, vielleicht ein bisschen drüber, jeden Tag bis heute. Mhm. Oh. Ja. Ganz, ganz. Wie finanzierst du es? Ja, ich bin gelernte Altenpflegerin und habe so meine Privatpatienten. Und ja, dadurch... Da kommt das Geld rein. Genau. Und, wie viel Geld gibst du dafür aus, sowas pro Tag? Pro Tag 35 Euro. 35 Euro. Mhm. Du rauchst es immer. Mhm. Mhm. Hast du jetzt auch was geraucht? Ja. Ja. Also ich rauche es eigentlich nur abends, wenn meine Kleine im Bett liegt. Ja. Und merkt man dir das, also ich merke dir das jetzt im Moment nicht an. Nein, es sieht man mir auch überhaupt nicht an. Also ich bin... ich will jetzt nicht arrogant oder so klingen, aber ich bin ziemlich groß und schlank und dunkelhaare und sehe eigentlich auch sehr, sehr hübsch aus, ohne dass es jetzt arrogant oder eingebildet klingen soll. Ja. Und ich glaube auch, wenn das jemand mitkriegen würde oder überhaupt, das wird mir erstmal keiner glauben. Ja. Gut, meine Familie weiß Bescheid. Ich weiß, es gibt den klassischen Junkie, den man das ansieht. Genau. Und es gibt Manager, die das machen, die Koksen oder auch Heroin nehmen. Und man denen das nicht ansieht. So, jetzt ist aber die Situation, finde ich, verdammt ernst, Jessica. Ja, es ist auch. Nicht nur, weil du es bist, aber das ist auch schon Grund genug, aber weil du auch noch Mutter bist und Verantwortung trägst. Früher, also das heißt früher, ich habe es durch die Schwangerschaft erfahren, also beziehungsweise der Vater, der hat mich in meiner schlimmsten Zeit halt kennengelernt und hat nichts mit Drogen zu tun gehabt. Er selber ist gelernter Koch und der hat mich mal zugedrückt an der Tankstelle mit noch anderen gesehen, so haben wir uns halt kennengelernt. Und er sagte mir schon an dem gleichen Abend irgendwie, wenn du irgendwie Geld brauchst oder so, ruf mich an, mach keinen Scheiß. Ja, und ich war ja sowieso auf Heroin und da war er eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und habe ihn dann auch direkt angerufen, wo ich halt Geld brauchte, und er ist mit mir zum Dealer gefahren. So fing das damals an, ganz damals. Ja. Weiß er das jetzt auch? Nein, der weiß es nicht. Wie ist denn dein Kontakt zu dem Vater deines Kindes? Ja, wir sehen, also der wohnt auch hier in der Nähe, er wohnt zwar allerdings bei seinen Eltern und wir haben eigentlich sehr guten Kontakt. Und er kümmert sich auch um das Kind ab und an? Naja, also muss ich ihn ein bisschen treten, er ist halt auch kein Unterhalt, er hat eine ganz komische Lebenseinstellung. Also das Geld, was er hat, verprasst er jedes Wochenende für Müll halt in der Hinsicht. Disco, Feiern. Okay, über ihn müssen wir jetzt nicht groß reden, es geht um dich. Als du damals vor 2,5 Jahren, so hast du es glaube ich gerade am Anfang gesagt, weggekommen bist von der Droge. Das war ja, als ich ich hatte einen Selbstmordversuch hinter mir. Ja. Bin an den Abend dann ins Krankenhaus, haben sie mich genäht, weil ich hatte mir die Pulsadern aufgeschnitten. Ja. Und dann haben sie mich in eine Psychiatrie eingewiesen. Also Zwangseinweisen. Und da ich zu dem Zeitpunkt auf Methadon war, habe ich gesagt, komm, dann entgifte ich halt von Methadon hier. Achso, und das war der Einstieg in den Ausstieg quasi. Ja, und dann war ich halt 3 Tage in der Entgiftung gewesen und dann hatte ich nachts um 1:30 das Gefühl, dass ich schwanger bin. Hab dann auch da vorne der Betreuerin Bescheid gesagt und haben einen Test gemacht und ja. Das war's dann. Ja, und habe ich von heute auf morgen aufgehört mit allem. Ich habe es mit Methadon zu Hause. Und das ging auch. Das ist super. 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 Das ist ja schon mal eine ganz gute Erfahrung. Das heißt, du hast die Erfahrung gemacht, dass du die Kraft auch hast und es schaffst. Ich finde das immer bei Menschen, die suchtkrank sind, eine ganz wichtige Sache, wenn die es schon mal geschafft haben. Ja. Und vor allen Dingen hast du es geschafft ohne große Probleme. Ja, ich verstehe es auch nicht, warum ich jetzt... Jetzt musst du es genau so wieder machen. Du musst es genau so wieder machen. Und wenn du das jetzt nicht alleine schaffst, musst du dir von außen, bei einer Drogenberatung, bei wem auch immer aus dem Bereich, musst du dir Hilfe holen. Ich appelliere da wirklich an die Verantwortung deinem Kind gegenüber. Ja, das ist es, ja. Weil du wirst genügend, das muss ich dir erzählen, genügend Leute erlebt haben, die wirklich auch letztendlich irgendwann in der Gosse gelandet sind oder gestorben sind. Und das willst du deinem Kind nicht antun. Nee, auf gar keinen Nein. Fall. Das ist so eine süße Maus. Ja. Ja, und das Fatale ist natürlich, dass man immer denkt, naja, ich bin ja noch bei Kräften und ich habe meinen Alltag im Griff, alles läuft ja noch so gut. Aber auch das muss ich dir nicht erzählen, dass es irgendwann kann sowas sofort abrupt einbrechen. Ja. Und dann nimmt man dir das Kind weg. Ganz genau. Ja. Und das ist wohl das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann.
Also du musst den Willen entwickeln, du musst die Disziplin haben. Ich weiß ja, was alles jetzt wieder los ist und ich weiß auch, wie schlimm es ist. Mhm. Nur irgendwie, ich verschieb's immer auf morgen. Jessica, jetzt ist die Sendung vorbei. Ja. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Bis gleich, tschüss. Bis gleich, tschüss. In der Technik, Matthias Nee.